Ja, was mache ich jetzt hier? Oh, ich lasse euch mal teilhaben an dem, was ich jetzt gerade hier vorhab, ganz schnell. Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gerutscht. Fröhlich und ja, gesund vor allen Dingen. Vielleicht geht es euch ganz genauso wie mir. Also es ist natürlich sehr leer hier bei mir ohne die ganze Weihnachtsdeko. Irgendwo tut es mir auch leid, aber auf der anderen Seite, ich bin mal ganz ehrlich, ich kann es dann auch nicht mehr sehen. Und dann muss es weg. So, nun hängen zwar noch so ein paar Schneeflocken bei mir am Fenster, aber ich will eigentlich gar keinen Schnee. Ich bin nicht so der Schneefan. Und jetzt muss was anderes her, ganz schnell. Und ja, was mache ich jetzt hier? Ich habe hier diese schöne Elementstanze. Und daraus mache ich Schneeglöckchen. Und zwar sehen die dann, ich hoffe, ich lege sie mal hier so hin. Ja, das soll an mein Fenster und ich glaube, es sieht so ähnlich aus wie Schneeglöckchen. Und wie gesagt, dazu habe ich jetzt die Elementstanze hier verwendet. Und ich mache das folgendermaßen. Also ich brauche eigentlich gar nichts anderes. Weißes Papier. Also unser Flüsterweiß und ich habe als Grün, fand ich das Gartengrün sehr schön. Ich habe mir also die Schneeglöckchen auf Bildern angeguckt und eigentlich war es so ein dunkleres Grün und ja, das fand ich ganz gut. Also ich habe mir, um möglichst wenig Verschnitt zu haben, Streifen zurechtgeschnitten in 1,5, gut 1,5 cm Breite und etwa 11,5 bis 12 cm Länge. Die kriege ich jetzt genau hier rein. Nun ist dieses Kreuz da drüber, also ich muss es immer irgendwie mit stanzen. Und das war jetzt so das Sparsamste, was mir hier eingefallen ist. Und also 1, also ich würde 1,6 oder 1,7 nehmen. Das ist also sehr knapp bemessen, aber es ist gut gestanzt. So, und dann gehe ich auf die andere Seite und jetzt habe ich dieses Kreuz wieder voll drin. Und ja, habe also nur einmal diesen Kreuzverschnitt. Okay, so kriege ich dann immer zwei aus so einem Streifen raus. Und ja, für das Grüne brauche ich auch, so siehst du es auch etwa diese Breite, auch etwa anderthalb, ja, vielleicht auch 1,6, 1,7, also nimm es nicht ganz so genau. Und dann kannst du es halt in der Länge, ja, so wie du das gerne möchtest. So, und dann nehme ich mir mein Falzbein. Ich brauche pro Blüte zwei von diesen weißen und zwei von den grünen. So, und die ziehe ich mal jetzt hier schon mal so ein bisschen übers Falzbein. Und dann klebe ich sie übereinander. Und ich mache das also am besten finde ich, ist unser Flüssigkleber. Theoretisch kannst du auch ein Glue-Dot nehmen, aber das rutscht immer ein bisschen hin und her, wenn das so kleine Teile sind, ne? So, jetzt klebe ich mir das so über Kreuz aufeinander. Und dann nehme ich mir ein Prägestift, meine Prägematte oder Stechmatte. Und ich forme das Ganze hier schon mal so ein bisschen vor. Also einfach so ein bisschen in die Mitte gehen und das Ganze formen. So, und dann ist das hoffentlich getrocknet. Dann nehme ich mir hier meinen Prickelstab, also meinen Stechstab und mache mir hier in die Mitte schon. Es kommt natürlich immer darauf an, wofür du das nehmen möchtest, aber ich möchte es anhängen. Es soll also einen Faden dadurch und steche mir hier also in die Mitte schon mal ein Loch. Und das mache ich bei den beiden hier auch. Einmal das eine, das zieht sich schon schön zusammen und dann gebe ich hier auf die Mitte schon mal ein Loch. Du kannst das Loch auch hinterher machen natürlich, aber es ist dann, du gehst dann durch mindestens vier Lagen Papier und das ist dann schon ein bisschen, ja, anstrengend. So, das habe ich jetzt in der Mitte und lasse es jetzt auch erstmal so trocknen, bevor ich dann die andere Seite verwende. So, und dann mache ich das folgendermaßen. Hier habe ich schon mal eine getrocknet. Dann nehme ich das andere Teil. Das hat hoffentlich schon ein Loch. Nein, das braucht noch ein Loch.
So, und das klebe ich auf diese Seite. Also wieder ein bisschen Kleber. Da brauchst du auch wirklich nicht viel. Und klebt das so da drauf, dass das Loch natürlich möglichst über dem anderen Loch ist. So. Und jetzt muss das natürlich gut trocknen. Und dann zeige ich dir mal, wie das fertig aussieht. Und wenn das fertig ist, dann sieht das halt so aus. Und ich habe gesehen, bei einem Schneeglöckchen ist da oben ja so ein kleiner, so eine kleine Krone drauf, die also sehr, ziemlich verschlossen ist. Unten guckt halt auch was Grünes raus. Und ja, da steckt, kommt jetzt mein Faden durch. Hier habe ich noch von Weihnachten über gehabt einen Faden in ein Garn in Gartengrün. Du kannst natürlich einen weißen Faden nehmen, du kannst einen Transparentfaden nehmen, wie du das möchtest. Und dann habe ich das so ein bisschen an dem Faden mit Glue-Dots fixiert. Also den, du kannst nachher natürlich einfach eine Nadel nehmen, einfach in Anführungsstrichen, und piekst deinen Faden durch die ja, fertigen Löcher schon durch, und dabei entstehen so kleine Schneeglöckchen. Ich finde die total süß und ich freue mich schon auf meine Fensterdeko. Also ich glaube, das ist so heute ganz schnell und ja, einfach. Und wie gesagt, eigentlich brauchst du hier nur unsere Elementstanze dazu, ein Piekser, vielleicht das, ein Kleber und ja, Lust dazu. Also das war's aus Quickboy und ich sag tschüss.